Hi mal wieder. Ja, ihr wisst natürlich jetzt, Balken.tv, viele neue Themen und auch die technischen Sachen, die mich ja auch zum Teil interessieren, kommen jetzt mehr vor und ich sehe bei meinen Kursteilnehmern oder natürlich wenn man mal auf Natur ist, bei Kumpels oder so, Dinge, wo ich weiß, okay, der hat sich noch nicht so damit beschäftigt, so die typischen Fehler, die man auch bei der Bikewartung oder bei der Technik machen kann. Heute das Thema typische Fehler bei der Kettenpflege. Also, ich bin da auch nicht der Heilige, ich habe ein paar Fahrräder und ich habe nicht immer alle Ketten perfekt gepflegt, aber ich versuche die typischen Fehler zu vermeiden und das seht ihr jetzt hier. Meine Kette, ich habe die Rohlaufschaltung, das heißt die Kette wird nicht ganz so stark belastet, weil ich nicht andauernd Schaltvorgänge habe, aber die muss natürlich durch Dreck, Schmutz oder jetzt im Winter Salz, Matsche und sowas gut gepflegt werden. Und da ist es für mich natürlich die heilige Pflicht, nach jeder Fahrt, wenn ich nach Hause komme, zu gucken, dass ich die Kette auch pflege im Antrieb. Das heißt, ich brauche im Grunde einen Lappen. Manche Leute nehmen noch Zahnbürsten oder es gibt noch, sag ich mal, ganz spezifische Werkzeuge, die ihr euch im Fachhandel kaufen könnt, so, wo man halt noch besser an alle Ecken von der Schaltung, von den Ritzeln, von diesen kleinen Rädchen und Rollen überall drankommt. Und mit diesem Lappen mache ich die Kette sauber. Also ich kann das Rad auf den Rücken legen, also lasse ich die Kette durchlaufen, genau. Und da ist es so, eine Kette, das wisst ihr, wenn ihr im Fahrradladen seid, die ist eigentlich silber. Und bei vielen Leuten ist die Kette schwarz. Also das kennt natürlich, wenn man am Bein dann diese schwarzen Flecken hat von der Kette, das kennt jeder, dieses Biker-Tattoo. Und das kommt daher, weil zum Beispiel, wenn jetzt man Topfehler Nummer 2, also Topfehler Nummer 1 wäre, man stellt das Rad einfach in die Ecke und dann rostet es oder so. Top-Fehler Nummer 2 ist, dass man das Motto befolgt, viel hilft viel. Also, man nimmt dann das Kettenöl und schmiert total viel drauf. Am besten morgens, bevor man losfährt, dann fährt man die Tour. Dann kommt der ganze Staub, Dreck und klebt dann an der Kette. Und die ist dann nicht mehr silber, sondern mit der Zeit wird die schwarz. Meine Ketten sind nicht auch alle blitzeblank silber, aber ich versuche natürlich zu vermeiden, diesen Dreckmagnet da zu haben. Deswegen, die Lösung ist natürlich, für den ersten Fehler pflegt die Kette auch abends und macht das nicht am Morgen der Tour, sondern lasst es abends einziehen, wenn ihr die Kette sauber gemacht habt, wenn die nahezu wieder silber ist. Und dann kann das nämlich einziehen über Nacht und dann könnt ihr am nächsten Morgen einmal den Lappen nehmen, die Kette durchlaufen lassen, dass ihr diesen äußeren Ölfilm, dass ihr den nicht habt. Genau. Und dann habt ihr die Kette gefettet, aber nicht, dass sie vor Fett trieft und wieder sofort schwarz wird und den ganzen Dreck ansammelt. Da kommt natürlich häufig die Frage auf, was muss ich alles an Equipment haben für die Kettenpflege. Es gibt auch so Dinger wie so eine Art Waschgangmaschine, wo man die Kette so durchlaufen lässt. Alles schön und gut. Ich würde versuchen, back to the basics. Also ich versuche generell nicht so viel Zeug und 1000 Flaschen Pflegemittel fürs Bike zu haben, sondern nur die nötigsten Sachen. Deswegen der Lappen ist gut. Jetzt kommt die Frage. Und da muss ich sagen, es gibt natürlich verschiedene Meinungen. Für mich ist es aber ganz klar. Es gibt Kettenöl. Es gibt Kettenspray. So, das habe ich jetzt hier irgendwo mal bei einer Veranstaltung Startbeutel gehabt oder so. Ich bin natürlich totaler Befürworter vom Kettenöl. Das hat folgende Gründe, wahrscheinlich auch sind es auch Umweltgründe, dass das einfach hier basic, biologisch abbaubares Kettenöl ist. Und wenn du natürlich hier so eine Dose hast, hast du wieder viel mehr Zeug drin, dass es dann halt funktioniert, dass es sprayt. Und jetzt aus Sicht der Pflege, also was ich ganz oft habe in meinen Kursen, die Leute gehen hin, zack, sprayen die Kette ein und dann kommen kleine Rückstände von dem Kettenspray auf die Bremsscheiben, dann bremst man einmal, dann hat man es auf den Belägen und die Belege sind hin. Und ich kann es wirklich sagen, als Fahrtechniklehrer seit über 10 Jahren, ich habe in vielen Kursen Leuten, wo die Bremsen nicht 100% packen, weil sie an ihrem Rad rumgesprayt haben und keinen Lappen davor gehalten habt. Also wenn ihr das habt und ihr schwört auf euer Kettensilikonöl oder so, wenn das super feucht ist, dann guckt immer, dass eure Bremsscheibe geschützt ist, indem ihr da irgendwie einen Lappen vorhaltet, damit da keine Partikel auf die Scheibe gehen. Ganz, ganz wichtig, sonst habt ihr einen der Top-Fehler drin und dann habt ihr zwar die Kette gepflegt, aber auch die Bremse mit wenig Bremswirkung. Liebe Leute, noch ein kleiner Tipp,
beim Kettenpflegen, wenn man das Kettenöl benutzt, also was ich immer so mache, ich mache am Abend die Kettenpflege vor der Tour, am Abend, dass es über Nacht einziehen kann, und ich lasse es innen laufen. Also nicht von oben auf die Kette, sondern von der Innenseite. Dann kann das schön einziehen. Also ich lasse es dann durchlaufen. Ich mache es jetzt mal nicht ganz vor. Zack, zack, zack. Und dann lasse ich es ziehen. Weil wenn man das so von oben drauf macht, dann kann es wieder sein, dass man außen und überall ganz viel Öl und Fett hat. Deswegen von innen, so mache ich das. Ja, liebe Leute, ich habe es ja gesagt, keep it simple. Man kann es sich relativ einfach machen. Es ist keine Raketenwissenschaft mit der Kettenpflege. Ein paar kleine Tipps noch. Natürlich, manchmal hat man viel zu tun, viel Stress. Ihr werdet das hören, ob die Kette gefettet ist oder nicht. Vielleicht kennt ihr das, wenn man selber so ein bisschen sich mit Material beschäftigt und man fährt eine Tour. Bei einem hört man die Kette so trocken und so ein bisschen Geräusche machen. Guckt sich die an und sieht, oh, die ist schon so ein bisschen rot, die hat schon ein bisschen Flugrost dran. Also keine Sorge, den Flugrost, den kann man auch wieder entfernen. Die ist dann nicht irgendwie durchgerostet oder so. Aber den Kollegen sagt man dann natürlich, hey, du musst deine Kette mal mehr pflegen, dann hält sie auch länger. Genau, also achtet darauf, dass ihr da immer ein Auge drauf habt und dass ihr auch an den Schalträuchchen und zwischen den Ritzeln und so auch den Dreck entfernt. Der sammelt sich sonst wieder überall und ihr habt wieder alles schwarz. Ein wichtiger Tipp noch, der vielleicht von manchen unterschätzt wird, gerade jetzt in Zeiten, wo viele auch mit dem E-Bike fahren, wo noch mehr Kräfte auf die Kette wirken, ist folgender. Ich habe es jetzt gerade selber nicht hier, sonst würde ich es euch zeigen. Und zwar eine Kettenmesslehre. Dann könnt ihr nämlich gucken, wie sehr eure Kette verschlissen ist. Dann müsst ihr nicht darauf warten, bis ihr irgendwann mit voller Kraft reintretet und die durchrutscht, sondern das hält man auf die Kette, da geht so rein und dann kann man sehen, wie die sich gelenkt hat, weil die Kette mit der Zeit sich so ein bisschen lenkt und irgendwann verschlissen ist. Prüft das bitte regelmäßig ab, wie gesagt, eine gerissene Kette oder eine Kette, die durchrutscht, das hatte ich selber schon mal, Gott sei Dank bergauf, kann auch zu Stürzen führen und zu Verletzungen. Deswegen reizt das nicht aus, sondern überprüft das regelmäßig, ob die Kette noch voll funktionsfähig ist oder ob sie das Limit schon überschritten hat. Ja, ich weiß, ihr seht schon, ich bin kein absoluter Zweiradmechaniker. Es kann sein, ihr habt noch Tipps aus eurer Erfahrung, aus eurem Wissen, wo ihr sagt, hey, das muss noch ergänzt werden. Schreibt das bitte in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid da entspannt mit mir, weil ihr wisst ja, ich bin halt wirklich nicht der Schraubertyp hoch 10, aber ich fahre seit über 20 Jahren Mountainbike. Und bring mal meine Erfahrung für euch mit rein. Ja, dann bin ich gespannt auf den Dialog mit euch, eure Tipps, dass die anderen User was davon haben. Und ich freue mich auf die nächsten Themen und Themenvorschläge von euch. Bis dann!